Eine neue Woche mit Brisant. Schön, dass Sie mit dabei sind am Weltnettigkeitstag. Übrigens, wer besonders nett zu wem ist heute, auch gleich Thema bei uns. Damit herzlich willkommen. Seit heute Morgen sucht die Polizei in Dresden nach einem Mädchen. Da sind wir bei unserem ersten Thema. Eine Passantin hatte beobachtet, wie das Kind von einem Unbekannten bedrängt wurde und dann mit ihm verschwand. Die Frau setzte einen Notruf ab. Seitdem fahndet die Polizei auf Hochtouren nach dem Täter und dem Mädchen eben. Und womöglich ist es nicht der einzige Angriff auf ein Kind in dieser Region. Bleiben wir dran an diesem Thema für Sie. Was war das bitte für ein Wochenende in der Nähe von Rom? Die italienische Hafenstadt La Dispoli hatte ja eine besondere Attraktion, wie man sehen kann, die durch die Straßen geschlendert ist, einen Löwen nämlich. Wir haben darüber berichtet und ja, es war ein echter übrigens, ein Zirkuslöwe, der zum Glück inzwischen wieder eingefangen werden konnte. Aber wie ist der bitte rausgekommen aus seinem Zirkuskäfig? Dazu gibt es bereits auch einen Verdacht. Schauen Sie mal, so viele nette Gesichter auf einmal. Ich schummle mich mit dazu. Vermutlich haben Sie das auch schon länger nicht mehr gesehen. Ich übrigens auch nicht. Zugegeben, ist auch nicht immer leicht zu lächeln, jetzt wo die Sorgen und Nöte auf der Welt ziemlich groß sind. Dabei wäre heute der passende Tag dazu. Heute ist nämlich Weltnettigkeitstag. Heißt konkret, einfach mal freundlich sein, ein Lächeln schenken. Und wenn Ihnen das heute vielleicht noch nicht passiert ist, dann fühlen Sie sich jetzt bitte angesprochen, denn wir haben unseren Reporter Alexander Noth losgeschickt, der wie passend nett ist. Einfach so. Ist eben sehr nett. Unser Kollege Alexander Noth war das. So, nächstes Thema. Wir sehen es hier. Was kommt da auf Island dazu, beziehungsweise was brodelt da unter der Erde? Das Land rüstet sich für einen enormen Vulkanausbruch, denn seit Tagen bebt es auf der Insel und es wird immer mehr. Laut Geologen könnte der Ausbruch in den nächsten Stunden sogar passieren oder in wenigen Tagen. Die Isländer wissen, dass Vulkane ihr Land erschaffen haben und sie haben gelernt, mit den Naturgewalten zu leben. Aber diesmal ist die Situation eben besonders angespannt, wie man sieht. Überall wird geworben mit dem schnellen Gewinn. Anzeigen in Zeitschriften, Fernsehen oder online. Die Werbung für Lotto, Sportwetten oder Online-Glücksspiele ist omnipräsent und man kann sich kaum dagegen wehren. Dabei wäre es dringend nötig, das zu reglementieren. Heute ist der Glücksspielatlas vorgestellt worden. Und die Zahlen, die sind durchaus besorgniserregend. 4,6 Millionen Deutsche sind spielsüchtig oder zeigen erste Anzeichen dafür. Dass das britische Königshaus die pikantesten und auch emotionalsten Stories liefert, das wissen wir hier in Brisant schon sehr, sehr lange. Ob Intrigen, Schicksalsschläge oder auch die Abkehr von der eigenen Familie, da ist so ziemlich alles mit dabei. Und na klar, wahrscheinlich ist genau das eines der Erfolgsrezepte der Serie The Crown. Eine fiktive, aber durchaus realistische Darstellung der Geschichte des britischen Königshauses. Jetzt feierte die jüngste Staffel Premiere und dafür wird natürlich ordentlich die Werbetrommel gerührt. Es ist nicht lange her, an ihrem 57. Geburtstag, da postete Salma Hayek, ihn so glücklich am Leben zu sein und dankbar für meine geliebte Familie und meine wertvollen Freunde. Bei ihr läuft es, kann man sagen, aber die Schauspielerin behält auch andere im Blick und will etwas zurückgeben. Das macht sie offenbar so gut, dass sie dafür auf einer Charity-Gala auch ausgezeichnet wurde. Und da waren nicht nur er hier, Channing Tatum, mit dabei, sondern auch Kim Kardashian. Für die gute Sache ist halb Hollywood zusammengekommen. Kommen wir zu einer ganz anderen Stimmung. Es heißt jetzt Beißerchen richten, die Knoblauchzehen rausholen und nachts durch die Schlossmauern schweben. Die Vampire sind wieder los, in Hamburg zumindest. Nach 5 Jahren ist das Kultmusical Tanz der Vampire zurück. Und die Premiere wollten sich auch diese beiden ja nicht entgehen lassen. Erkannt? Ja, das sind Stefanie Hertel und ihr Mann Lenny. Und sie waren nicht die einzigen prominenten Gesichter, die beim Mitternachtsball der tanzenden Vampire mit dabei waren. Es ist passiert. Der Kuss des Jahres. Endlich ist es soweit. Da freut man sich ja fast mit. Unsere Promi-News.
Ja, drücken wir die Daumen. Die Eifel hat viel zu bieten. Burgen und Schlösser, dichte Wälder und historische Altstädte. Und die fiktive Kleinstadt Hengersch mit einem sehr skurrilen Polizeirevier noch dazu. Beim Mord mit der Aussicht ermitteln Sebastian Schwarz, Katharina Wackernagel und Eva Bühnen. Im kommenden Frühjahr wird dann die neue Staffel der Erfolgsserie ausgestrahlt. Und wir wollten schon jetzt wissen, wie es läuft bei den dreien und worauf wir uns freuen können. Also haben wir sie einfach bei den Dreharbeiten besucht. Ja, und wir freuen uns morgen darauf, dass wir König Charles hochleben lassen dürfen, denn er hat morgen Geburtstag. Mehr zur Birthday Party und zu ihm morgen dann bei uns. Punkt 17:15 Uhr. Also ich würde mich sehr freuen. Machen Sie es gut. Bis dahin. Ciao.